Sie werden noch verzweifeln, Drunk. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen verwirrend, wenn man Drunk ist, wenn wir betrunken sind. Wenn du bist oder halt einen hast, der sich halt nicht damit auskennt, dann ist die Spinne eigentlich relativ entspannt. Der Weg dahin zum Boss ist, glaube ich, schwerer als der Boss selber. Ja. Da würde ich auch raten, dass wir bald zusammen da durchgehen. Ja. Es gibt so ein paar Gegner, da wäre halt wirklich, da ist Hilfe gut und andere Gegner sind so makel, die nasche ich alleine. Ja, im Endeffekt kann man ja, ist es ja alles einfach. So, aber ja. ich will nicht zutrauen, so alleine dich da durchzulassen, ohne dass du stirbst, weil Chance ist da. Ja. Bei mir genauso. Deswegen. Wow. Es downloadet sich bei mir gerade Dark Souls 1, Dark Souls 2 und Dark Souls 3. Du hast Dark Souls 3 gekauft? Ja. Doch, gönn dir. Wir müssen zusammenspielen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zero, nimm ein verrücktes Phantom. Nimm ein verrücktes Phantom. Hilf du, um das Ding platt zu hauen oder kurz davor und dann bringst du ihn um. Genau, er bringt mich um. Wahrscheinlich so, ey, ich greife dich an und dann, oh, ich bin tot. Aber ich kann ja auch jederzeit das verrückte Phantom angreifen. Ich greife dich an. Ich schwing dann das Schwert, hält mir aus der Hand und ich köpfe mich selber. Ups. Genauso wie, ich bin in das Loch gefallen. Welches Loch? Das ganz große in der Mitte. Warum? Ich hab auf die Physik von einer Kiste geachtet. Ja, das war übelst lustig. Ich bin in die Kiste hintergesprungen. Nein, ich hab die Physik von der Kiste geachtet. Ich war davon so beeindruckt und hab ich nicht drauf gedacht. Und ich frage mich gerade, warum Juni so ein Problem bei Vengal hat. Ich wollte den ganzen parryen, aber irgendwie will der nicht. Deswegen. Weißt du, was ich einfach gemacht habe, als ich hier den das erste Mal hatte? Hm? Eine Combo durchgezimmert, fertig. Na, den kann man so leicht backstabben auch. Hm. Ich bin gleich wieder da. Juhu. Man, jetzt kommt die Scheißspinne, wenn noch. Achso, das haben wir schon. Na. Hey, hast du gefunden? Da ist sie wieder. Nö. Oh. Das ist schlecht. Ja. Dezent. Und vor allen Dingen, wenn ihr mir morgen sagt, ja, dann kann ich ihnen ihren neuen Ausweis leider nicht geben, ey, dann schlag ich sie. Es ist ja auch blöd, weißt du, das ist ein alter Ausweis, den brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Was brauchst ja, du? Ja, eben. Vor allen Dingen, ich hatte mit einer alten Klassenkamera mal geredet gehabt, die hat sich auch irgendwie letztes Jahr einen neuen Perso geholt und da hat sie den alten, sie hatte auch noch so einen wie ich und der wurde einfach so durchgeschnitten und Janine wollte ihn eigentlich behalten und ich hätte den auch behalten wollen im Fall, aber Ich habe meinen auch noch irgendwo rumliegen, also das ist, eigentlich brauchst du den nicht, also wenn der sowieso schon abgelaufen ist, hätten die eigentlich ja, einen klar. Vorläufigen aber die schneiden den halt, müssen. Nee, ist nicht zwingend notwendig, insofern ich den jetzt nicht irgendwie dringend brauche. Es ist ja nicht so, als dass man hier alle 5 Meter am Perso kontrolliert wird. Nee, aber es ist halt strafbar, wenn du ihn nicht dabei hast, ne? Ja, klar, es ist erstmal Geldbuße, ne? Die sehen ja, okay, Perso ist abgelaufen. Naja. Ich gucke sonst, dass ich dann morgen nochmal irgendwie anrufe oder sowas und nochmal nachfrage. Ja. Weil hier steht auch nichts weiter dazu. Okay, ich würde dann mal auch schlafen gehen. Man hört sich ja morgen wieder. Noch schöne Nacht. Gute Nacht, Ben. Alles klar, Ben. Tschüss. Spinne! Spinne! Gott, Jenny will in diesem Spiel so ausklinken einfach nur. Meinst du? Das ist ein rituelles. Ich weiß nicht, ob sie darauf so reagiert. Keine Ahnung. Ich frage mich nur gerade, was du dir jetzt davon erhoffst, dass du mehrmals jetzt den Pie hingehst. Ich dachte, es resettet dann, dass ich die nächsten Waffen kaufen kann. Hm. Weil jemand hat die neue Waffen auch da für die anderen Serien. Ich hab ja so viele Sender. Ja. Oder bin ich, dass du die alle nicht eingelöst hast?
Nee, nee, ich habe keine einzige. Erstmal sammeln. Was hier los, höre ich ja gar nichts mehr. Wie, du hörst gar nichts mehr? Wir gehen doch die ganze Zeit. Charlene ist nämlich ganz gut drauf. Ja, toll. Man kann es verstehen, das ist echt ein Abfuck. Ja, vor allem, es wird garantiert wieder so sein, dass ich morgen dann die Perse deswegen nicht abholen kann. Nee, wir brauchen den alten! Ja, es gibt ja eigentlich gar keinen Sinn, weil wir werden den sowieso nicht. Der ist eh abgelaufen. Eben, das ist trotzdem irgendwie so. Ich habe ja nochmal nachgeguckt. Also hier steht in Dickfett: Bringen Sie bitte hierzu Ihren alten Personalausweis mit! Wenn die sagt, wenn die mit dem Argument kommt, ja, wir müssen sich ja identifizieren können, dann würde ich echt denken, so willst du mich verarschen. Wir müssen das bestimmt auch irgendwie eingeben und scannen und registrieren und keine Ahnung, was für ein Scheiß alles. Nee. Oh, das obwohl, kann auch den alten Dicken oder ist das der. Das ist ein ganz. Der Kleine. Nein, das ist kein Kleiner. Ich habe noch einen also richtigen Perso. Ja, der Große. Ja. Und richtig schön. Immer noch als Perso erkennt. Ja, damit machen die nichts. Damit können die gar nichts machen. Ja. Da sind noch nichts drauf. Die Möglichkeiten von wegen, dass der ganze andere Rest da drauf kommt, das geht jetzt beim Neuen. Links schreibt auch jetzt, nimm die Sicherheit, die Geburtsurkunde sicherheitshalber mit. Ja, das Ding ist, die habe ich das letzte Mal schon vorgezeigt. Ja, nimm einfach zur Sicherheit nochmal mit. Dann. Ja. Wer fehlt mir jetzt? Das ist echt so ein Schwachsinn, ey. Hm? Ich soll überlegen, wer mir gerade fehlt. Eisenkönig. Ja. Du hast recht. Ha, ich bin gut. Das ist immer den ich vergesse, weil der Weg einfach dahin zu doof ist, das Backtracking. Hm. Ah, so, vielleicht soll ich mal für die Musik einschalten. Hab mich gerade ausgemacht. Sagen wir was so, denn? Dieses komische Genmutantenviech hat gerade eben seine Mutter gefickt. Was? Ja. Was? Oh. Hört ihn an, alle anderen hören es aber, ne? Wenn was die, denn? Hört sie auch. Nein, Dings hört nichts. Und trotzdem, was guckst du dir an, Silvan? Hört sich wie so ein schlechter Porno. Andere Frage, wollen wir das überhaupt wissen, was er sich da anguckt? Eigentlich nicht, aber. Da wäre ich nämlich auch Ding für. Ist, also, am Anfang war es echt cool, weißt du? Von wegen das ganze Experiment und so weiter, aber jetzt ist irgendwie nur noch merkwürdig. Na komm, Else, jetzt schlag Strange. Endlich mit dem Stein drauf. Nee, sie nein, wird vorher nochmal Fuddy stechen. Mhm. Was? Ja, die hat ja so einen Giftstachel hinten am Schwanz, den sie ein- und ausfangen kann. Und jetzt hat halt Mutti einen Stein hochgerufen, um die Else endgültig zu erschlagen. Aber sie zögert zu lange und deswegen kann das Experiment nochmal mit dem Giftstachel Fadi in die Brust stechen. Also es ist so. Wow. Ich bin durch 8 Stunden Run, alle Bosse DS1, ich bekomm's kotzen. Das glaube ich. Es geht eigentlich noch so dabei 8 Stunden. Aber alle Bosse sind doch haarig. Mein Rekord liegt bei 3. Das, was ich zeichne, ist auch haarig. Oh Mann. Benti, da ist das Problem. Ich weiß nicht mal, ob das Ding Eier legen würde. Aber Frey? Okay. Freya, das ist eigentlich
kein Ding. Eisenkönig, muss man nur auf das Loch aufpassen. Mit Feuerdämon, meinst du mit den Schmelzer? Den Smelter-Demon? Wahrscheinlich meint er das. Smelter Demon habe ich meistens viel zu viel Respekt, da komme ich gar nicht erst zum ersten Schlag oder so. Aua. Wilde Kuh. Wieso bringst du jetzt deine Lehrerin da um? Welche Lehrerin? Ja, du haust doch gerade da auf die Pyromantin. Ja, ich muss sehen. Achso. Ach, na dann? Da bringen ruhig alles um, das ist doch. Dann mache ich im Nachhinein auch sowieso. Ja, im Nachhinein kannst du es ja auch machen, da kannst du auch gleich in die Welt wechseln. So, am Anfang immer alles da lassen, ne? Ja klar, muss man aber auch für viele immer am Anfang alles da lassen, am Ende... Venti, soll ich immer was stecken? Im Schloss bin ich so oft durchgerannt, ungelogen, ich bin so oft durchgerannt, es war kein normaler Gegner mehr da. Ich konnte fast durchrennen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ich bin so oft in dieses Schloss reingerannt und bin verreckt, dass ich so viele Seelen hatte und so viele Gegner gekillt hatte, einfach weil ich Probleme hatte. Es war so eine Scheiße. Oh, dann läuft da so ein kleiner Junior und twittert einfach alles und rennt durch und hat das Spiel durch. Vielleicht mache ich jetzt mal die Glotze aus, ey. Glaube ich besser. Ja, bitte. Den Film wollte ich noch zu Ende gucken. Ja, der Film ist jetzt auch vorbei. Na, Gott sei Dank. Echt. Ich will davon nicht so ein bisschen Bescheid nach der Abtrommel kriege. Ach, ich erinnere mich noch daran, als ich Corpse Party geguckt habe, danach von irgendwelchen komischen, was war das? Von irgendwelchen seltsamen Nazis geträumt haben, die unter Wasser irgendwas gejagt haben. Irgendwie einen Schatz oder so. Und dann war da so ein Wrack. Interessant. Mhm. Okay. Entschuldigung, dass ich gerade lache, aber Venti schreibt gerade, ich glaube, Zero und ich haben ein Problem, also nach dem Run gehe ich erstmal auf ihn zu. Das Vieh war weiblich. Venti, das Vieh war weiblich. Und wenn du fragst, wie und da, das kann ich dir mal bei einer Menge Alkohol erzählen. Oder du guckst den Film einfach selber. Ihr solltet jetzt nicht so viel Alkohol trinken, bevor wir den Run starten, bevor ihr dann mal am Ende Probleme habt. Obwohl, ihr könnt ja beim Run drüber reden. Mit einer Menge Alkohol. Jedes Mal, wo man ein falsches Bild im Kopf hat, ein Trinken oder was, ey. Ah. Ja, wir haben ja, aber wir haben so ausgemacht jetzt auch die Regel, jedes Mal, wenn ein Boss stirbt, heißt auch zum Beispiel die drei von der Tankstelle sind drei Bosse, heißt dreimal trinken. Der Gegner jetzt, oder was? Ja, oder wir dann eben. Falls die den hinkriegen. Heißt der wirklich so? Ja, nein, der heißt Huyen. Nein, wir nennen sie nur so, weil es halt drei Leute sind. Shiram und so. Ach, warte mal kurz, ich muss mal kurz zum Mord zu Jenny. Was denn? Ich will mitmachen, welches der ist und von wo. Der ist der Dark Souls 2 und als Koop. Und einer muss davon mindestens streamen. Was? First World Frauenprobleme. Hm. Achso, diese Frauenprobleme. Ja, es hat am Rücken gejuckt und sie kam nicht ran. Ja. Und dann ruft man seinen Freund. Es gibt Wände, ja. Es gibt Tische. Nicht mal ein Bett. Es gibt Kratzbäume. Genau. Charlie, dann dreh nicht, ich wie's funktioniert. Nicht wie es funktioniert. Kratzbäume. Also ich nehme dafür ja entweder